Herzlich willkommen hier bei uns in der Tanzschule Traumtänzer in Mariendorf. Mein Name ist Lucian und ich zeige euch unsere Tanzschule. So, gehen wir mal ein bisschen weiter von unseren Räumlichkeiten her. Tanz ist eigentlich eine Welt, in der man sich quasi selbst verwirklichen kann. Das heißt, du kannst dir deine eigene Vorstellung auf die Bühne zaubern, sprich, du kannst deine eigene Shows entwickeln, du kannst deine eigene Choreografie, du kannst deinen Körper so bewegen, wie du möchtest. Und das ist für mich, was Tanzen schon viel, viel ausmacht, denn Tanzen ist so vielfältig. Tanzen gibt es in verschiedene Formen, in verschiedenen Tanzstilen, in verschiedene Richtungen aus anderen Ländern, was das Ganze eigentlich so aufregend macht. Denn Tanzen ist eigentlich, sobald du dich bewegst, ist eigentlich schon Tanzen. Und es ist bloß zur Musik noch. Das ist eigentlich das Optimalste. So, zu meiner linken Seite habt ihr gesehen, dass hier unsere Garderobe ist. In dieser Garderobe habt ihr die Möglichkeit, eure Jacken aufzuhängen, eure Schuhe zu wechseln und diese hier zu deponieren. Falls ihr euch umziehen möchtet, könnt ihr natürlich gerne weiter in die Räumlichkeiten reingehen. Dann seht ihr, da haben wir zwei Garderobe für Jungs und Mädchen. Dann könnt ihr euch umziehen und die Sachen dann mitnehmen und dann vorne bei uns im Launchbereich warten. Weiter geht's. 14 habe ich wirklich tatsächlich angefangen zu unterrichten. Es ist durch einen lustigen Zufall entstanden. In dem Jugendclub, wo ich war, wurde dann zu einem Kinderclub. Also für Kinder so bis 14 Jahre nur halt. Und es fehlten dann Gelder, den Tanzlehrer zu bezahlen, wo ich früher bei ihm gelernt habe. Aber es war halt so für die Kinder immer noch die Nachfrage gewesen, dass sie Breakdance lernen wollten. Und ich habe ja mal trainiert regelmäßig dort. Ich hatte so meine Trainingszeiten, wo ich den Raum fest bekommen habe für mich. Und die Kinder hatten natürlich mal von draußen reingeschaut und wollten natürlich das Ganze nachmachen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann versuche ich es einfach den Kindern zu erklären und zu zeigen, wie das funktioniert. Und habe dann echt gemerkt, krass, obwohl ich gerade mal ein Jahr selber getanzt habe und schon recht viel gelernt habe, habe ich mir getraut, anderen Kindern genau das Gleiche beizubringen. So, als nächstes sind wir jetzt hier bei uns im Launch-Bereich. Ihr seht, die Launch ist zum Beispiel in unserer Bar gleich angeknüpft. Das heißt, wenn ihr Durst habt, könnt ihr euch gerne hier ein Heißgetränk holen, ein Kaltgetränk, sei es ein Kaffee, ein kaltes Bier oder eine erfrischende Cola. Und unser Launch-Bereich dient auch dazu als Sammelplatz für unsere Gäste. Das heißt, ihr könnt ihr ganz entspannt erstmal ankommen, in Ruhe was trinken, in Ruhe euch hinsetzen, runterfahren. Und danach holt euch der Tanzlehrer ab und geht gemeinsam mit euch in den jeweiligen Tanzsaal. Das ist auch immer ganz gut so, dass die alle Gäste hier warten. So kann man zum Beispiel für Kursstart sich erstmal sammeln und sich treffen und sich kennenlernen gegenseitig und auch austauschen. Und dann kann man zusammen mit dem Tanzlehrer in den Saal gehen. Wir gehen auch gleich in den ersten Saal rein, den wir hier vorne an der Bar haben. Das ist unser Saal 1. Wie ihr gut sehen könnt, er ist schon mal sehr großräumig und sehr großflächig. Das brauchen wir auch beim Paartanz, denn kleine Räumlichkeiten machen das Tanzen ein bisschen schwieriger für mehrere Paare. Aber auch perfekt für uns als Hip-Hop-Tänzer zum Beispiel, denn wir haben hier die Möglichkeit, Formationen, Stunts und Tricks zu üben. Und da ist ein großer Platz immer sehr, 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 sehr viel Gold wert. Damals, bevor es hier Traumtänzer wurde, war es eine andere Tanzschule gewesen. Da habe ich hier freitags meinen Unterricht gehabt, Breakdance und Streetdance. Und der ehemalige Besitzer konnte die Tanzschule einfach nicht mehr weiterführen und dann hat Tanzschule Traumtänzer diese Tanzschule übernommen. Und ja, ich bin mit der Tanzschule dann 2012 hier groß geworden, kann man gut sagen, und habe hier meine Basis aufgebaut, würde ich sagen. Ich habe hier meine Gruppen aufgebaut, von 2 Gruppen auf mittlerweile 8 Gruppen die Woche und freue mich, dass es so für mich expandiert ist einfach. So! Von der Bar aus kommen wir jetzt in den nächsten Raum, beziehungsweise sind wir erstmal gerade im Flur, denn von dem Flur aus erreichen wir unseren Saal 2, wo wir genauso den Tanzunterricht anbieten wie vorne in dem Saal. Ist nicht wirklich großartig spektakulär, es ist bloß einfach ein weiterer Saal, der über den Flur erreichbar ist. So. Tanzen bringt nicht nur Menschen zusammen, sondern auch bildet Gruppen sogar, kann ich behaupten, weil letztendlich tanzt man selten alleine. Man tanzt immer als Formation, also sei es ein Hip-Hop-Tanzen. Man tanzt als Paar zum Beispiel für Genre-Latein. Also Tanzen verbindet Menschen letztendlich schon. Und das Schöne ist, Tanzen ist ja eigentlich auch wie eine Sprache. Bloß, dass man nicht sprechen muss. Man kann es einfach. Man lernt es, man tanzt nachher zusammen und man muss dabei eigentlich nicht wirklich sprechen. Tanzen kann eigentlich auch viele Nationen zusammenbringen. Allein wirklich wie die Festivals. Ne? Es gibt so Disco Fox Festival, es gibt Bachata, Salsa oder allein hier im Mombuju Park hier in Berlin. Da kommen so viele Leute, die miteinander tanzen, die kennen sich teilweise gar nicht. Aber trotzdem tanzen sie zusammen. Und das ist einfach genau das, was jeder so nachleben sollte, dass wir alle miteinander können.
So, von Saal 2 aus kommen wir natürlich jetzt in den größeren Saal von uns, in den Saal 3. Das ist unser größter Saal hier in Mariendorf. Das heißt, hier finden auch unsere Veranstaltungen am Wochenende statt oder auch Vermietungen oder auch Shows, die wir machen für die Eltern. Denn unsere Kindergruppen oder Jugendgruppen möchten natürlich gerne auch mal vorzeigen, was sie so über die Jahre gelernt haben oder die Monate. Und auch diverse Videodrehs haben wir hier auch schon absolviert und die Videos landen nachher zum Beispiel auf YouTube. Ich fühle beim Tanzen Freiheit. Dieses Gefühl, dass alle Gewichte abfallen von mir. Das heißt, ich kann mich in dem Moment einfach mal auf eine andere Sache konzentrieren, die mich loslässt vom Alltag. Sprich, ich muss mir nicht nachdenken, was muss ich heute einkaufen? Muss ich die Rechnung schon, habe ich die Rechnung bezahlt? Muss ich die Miete überweisen? Und so weiter und so fort. Also so diese alltäglichen Ballast, die man immer wiederkehren hat. Und im Tanzen kannst du einfach deine Kreativität freien laufen lassen. Und es gibt niemanden, der sagt, stopp, das geht bis dahin und nicht weiter, sondern du entscheidest, wie weit es geht und baust für dich selber deine eigene Welt auf. Also dieses One, Two, Freak Out, Roll und schaut mal hier, genau, Kopf und Arme, welche Position sie halten, genau, also nicht oben hier unten, sondern oben, Clap, Front, öffnen, ha? Kopf nach links, Kopf nach rechts, Boogie, genau, und hier nicht, hier Boogie Woogie, sondern nur Dip, Dip, genau, ihr dippt nur nach rechts rein, ne? Also nicht komplett die Hüfte auskugeln, sondern wirklich Tip, Tip. Links, Punch, links. Und hier die Arme, beim ersten, oben, die linke Hand verschwindet jetzt hinterm Rücken. Genau. Öffnen, bleibt hinten. Jetzt kommt die rechte Hand mit nach vorne. Wir öffnen, greifen rein und hier wirklich so, als würdet ihr in so eine Hosentasche reingreifen. Also nicht nur runter, sondern wirklich dieses eng an den Körper, weil das ist hier. Man muss ja enger an den Körper ran, um wirklich an die Hosentasche zu kommen, weil wir haben keine Hosentasche, die die ganze Zeit so ist. Das heißt wirklich hier down, richtig an den Körper rein. Und ihr könnt auch richtig runter und dann geht das hier schon los. Push, push. Ja? Und dann kommt ja schon das Echo. Aus dem Echo springen wir dann einfach ganz normal auf und starten dann gleich durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter und so fort. Genau. Okay? Le Freak mit Musik. Was sagt der Tacho? Tacho sagt, passt. Ich liebe die Herausforderung in meinem Tanzunterricht. Das heißt, ich habe ab und zu Kinder, die, also momentan leider nicht, aber ich hatte welche, die zum Beispiel ADHS haben. Und die Eltern sagen, ja, ich kriege mein Kind nicht ausgepowert, ich kriege das nicht beruhigt und ich kann meinen Sohn schwer kontrollieren dadurch. Und wenn die zum Tanzen kommen, sind die auf einmal ganz mega entspannt. Die gehen nach Hause und am Montag kriege ich eine E-Mail von der Mom weitergeleitet. Ja, mein Kind, es war mega tiefenentspannt. Es war mal ausgeglichen. Wir konnten Ruhe Abendbrot essen. Es gab keine Probleme beim ins Bett gehen und so. Und das ist für mich so, wo ich sage, wow, ich schaffe es. Leute, die verzweifeln schon fast, daran zu unterstützen, zu helfen, ihr Kind zu meistern. Aber auch allgemein Kinder, die, ich sehe es ja, wenn sie herkommen, Wie geht es denen? Ich nehme mir immer die ersten 10 Minuten Zeit, wie geht es euch? Habt ihr Fragen, habt ihr Probleme und so? Und du siehst es aber auch, wenn die Kinder, wenn es schlecht geht. Und wenn ich merke, der geht es wirklich schlecht, dann nehme ich sie zur Seite und lasse die anderen was üben, wiederholen. Und bin einfach nur als quasi Ansprechpartner, als Vertrauensperson da und höre den Leuten zu. Und gebe den Mut, wenn es zum Beispiel denen schlecht geht, ne? Sei es gerade in der Jugendliebe, gerade die Liebe des Lebens verloren, wie es immer so ist. Und du kannst sie aber durch Tanzen wieder aufbauen. Du kannst sie wieder motivieren. Du kannst sie wieder so einen Schubs geben und sagen, guck mal, es geht voran. Ne? Jeden, den ich positiv beeinflussen kann mit Tanzen, ist für mich ein Stück mehr, mehr Bestätigung, warum ich überhaupt tanze. Tanzen hat mein Leben sehr, sehr stark verändert. Das hat zu dem gemacht, was ich heute bin und wie ich auch hier heute sitze. Man kann sich das gar nicht vorstellen.
Aber als ich jung war, habe ich mich nie getraut, eine fremde Person anzusprechen oder gegenüber vor Leuten zu stehen und was zu erzählen. Gedichte in der Schule aufsagen? No way. Ich habe lieber die 6 kassiert und versucht, wieder mit irgendwelche Aufsätze aufzubügeln, als mich vor anderen zu präsentieren. Ich habe dann mit Tanzen angefangen. Und es hat komplett mein Leben geändert. Das war so, das war in der Zeit, da war die 6. Klasse zu Ende, bin in die 7. gekommen und hatte halt 6. Klasse echt eine schwierige Zeit. Ich wurde gemobbt, ich wurde gehänselt, ich war Brillenträger. Mittlerweile trage ich halt Kontaktlinsen, weil es einfach komfortabler ist. Ich war halt der neu dazugezogene in Berlin. Ich war anders als alle anderen. Ich hatte ganz viele anderen Einstellungen gegenüber, zum Beispiel, ich musste nicht immer mitschwimmen, ich musste nicht immer gleich das neueste Handy haben, ich brauchte keine Konsole oder so, sondern ich habe mich über andere Dinge erfreut, ne? Und ja, durch dieses verprügelt werden in der Schule, von deinem Rucksack auf in der Regenpfütze auslernen, bis überhin wirklich nach Hause verfolgt werden, Reifen, Platten gemacht und sowas, habe ich echt vieles durch, das hat mich echt mitgenommen. Und im Tanzen, als ich das Tanzen, also diesen Tanzfilm gesehen habe, Sabbath Through the Street, und hat sich jemand auf den Kopf gedreht, und meinte ich, ey, das ist richtig geil, das ist cool, das will ich auch können. Bin dann zum Tanzen gekommen und ich habe gemerkt, ey, in dieser Tänzerwelt, in diesem Jugendclub, wo es war damals, wo alles begann, ich wurde aufgenommen, so wie ich bin. Meine Marken wurden akzeptiert, wie ich bin. Es wurde sogar an mir ein bisschen gearbeitet. Mir hat man unter die Arme gegriffen. Man hat mir nicht nur als Freund dargestanden, sondern man hat mich auch als Sohn mehr oder weniger aufgenommen. Mein Trainer damals, für mich war das wie mein Ziehvater gewesen. Der hat mir alles gegeben, er hat mich unterstützt, war im guten Kontakt meiner Mama und hat mich zu dem gemacht heute, was ich bin. Also hätte ich ihn nicht gehabt, würde ich, glaube ich, heute nicht hier sitzen und mit euch reden können darüber. Würde mich wahrscheinlich in irgendeiner Welt einschließen. Ist einfach so. Man glaubt es nicht, aber es ist einfach so. Auch ein Hobby, was ich zum Teil zum Beruf gemacht habe, ist DJing. Das heißt, ich lege als DJ auf in Clubs, in Bars, auf Hochzeiten, Firmenfeier und bringe da die Leute mit der Musik wieder zum Tanzen. Mir gefällt es beim Auflegen sehr krass daran, dass ich die Macht habe, zu entscheiden, welche Musik gerade läuft. Das heißt, ich bestimme, wie der Arm quasi von der Musik her Richtung läuft. Klar, man guckt immer sich das Publikum an, was nehmen die gerade an, so. Aber du kannst so kleine Spielereien machen, du kannst mit das Publikum mit der Musik kontrollieren. Also es ist nicht so, sagen, du rennst nach links oder rennst nach rechts, aber du kannst sie in diese Richtung führen. Ne? Schaut man sich die ganzen Festivals an, zum Beispiel wie das Tomorrowland. Hammer, was die DJs, wie die mit dem Publikum agieren und was die auslösen allgemein. Der Potsdamer Platz verbinde ich sehr, sehr viel mit Tanzen für mich. Denn dort habe ich die meisten Straßenshows gemacht. Dort habe ich meinen ersten Platzverweis bekommen wegen einem Anwalt, der sich da wieder in der 30. Etage gestört gefühlt hat. Was auch nicht so war. Und ansonsten... Ja, okay, Alexanderplatz auch, da habe ich auch schon Straßenschuss gemacht, aber irgendwie muss ich sagen, fand ich Potsdamer Platz immer besser, weil das ist immer jedes Mal eine Herausforderung. Am Alexanderplatz kann man sich an eine Hauswand stellen und dann merken die, okay, da kommen Leute und auf dem Potsdamer Platz bist du auf einem großen, freien Platz und du musst versuchen, wirklich die Leute aus allen Richtungen, wie sie kommen, an dir ranzuziehen und zu begeistern, stehen zu bleiben und sich die Show anzuschauen. Wir sind in einer schnelllebigen Zeit, die Leute wollen ganz schnell von A nach B und dort deren Zeit zu bekriegen, damit sie dich auch nachher entlohnen dafür, ist sehr, sehr schwer, aber auch cool. So, jetzt sind wir hier am Potsdamer Platz, einer unserer begehrtesten Hotspots von unserer Crew, wo wir regelmäßig unsere Straßenshows machen am Wochenende. Und hier ist, was ich aus dem Interview meinte, das Gebäude von unserem netten Kollegen, der uns aber einen Samstag gegen 13, 14 Uhr die Freude und Helfer vorbeigeschickt haben. Und der Meinung waren, wir stören ihn bei seiner Arbeit, seiner anwaltlichen Tätigkeiten oben und wir mögen bitte unsere Straßenshow ja, unterbinden und mögen bitte den Platz verlassen, laut der deutschen Polizei. Und ja, es war echt ein trauriges Erlebnis gewesen, weil erstens da oben Musik ankommen, null. Wir sind selber hochgefahren, haben uns das selber angehört aus dem Fenster, da kam nichts an.
Und ja, so mussten wir leider unsere Straßenshow sein lassen und sind dann halt getrost zu einem anderen Spot gegangen und haben dort unsere Show weitergemacht. Aber da kann man mal sehen, wie kulturell Berlin eigentlich ist zu Straßenkünstlern. So, jetzt sind wir an dem Spot, wo wir hier regelmäßig unsere Straßenshows mal machen. Ganz einfach zu merken, wir haben hier mal den einen zentralen Treffpunkt. Das ist immer der Goodie-Deckel, den wir hier haben. Der ist sehr markant. Das ist der einzige auffällige hier. Dort platzieren wir immer unsere Soundanlage drauf und dahinter unsere Sachen alles und versuchen natürlich alles aufzubauen. Dazu gehört es natürlich auch erstmal zu, den Platz zu markieren. Das heißt, wir müssen den Leuten ja auch irgendwie zeigen, wie machen wir diese Shows hier. Das heißt, entweder legen wir jetzt ein Seil aus, was groß genug um alles umkreist, oder wir haben halt Kreide dabei und dann malen wir halt so Fußabdrücke von Schuhe, von Damenschuhe einfach in den Boden, um halt den Leuten zu so zeigen, ey, hier könnt ihr stehen, hier könnt ihr zugucken. Wir schreiben auch aus Spaß so VIP auf. Das machen viele andere aber auch in Berlin. Soweit ich weiß, ist es einfach so gang und gäbe. Man hat sich von den anderen abgeschaut, man hat es mitgenommen und ja, wir versuchen wirklich natürlich dadurch einfach auch jeden mit ranzuholen, ranzuziehen und zu erbeten, dass er stehen bleibt und sich einfach die Show anschaut und natürlich gerne danach am Ende der Show einen kleinen Taler da lässt. Zu Footwork Deluxe bin ich 2010 gekommen. Ich habe den Tomstar damals auf der Meisterschaft kennengelernt, auf der Berliner Studentsmeisterschaft. Der hat da moderiert und da wurde jemand ein iPod geklaut. Er meinte, ey Leute, es ist uncool, dass wir hier unter Tänzer Family, dass das geklaut wird. Wir versuchen das Geld einfach zusammen zu tanzen für alle. Also haben wir uns auf dem Potsdamer Platz getroffen und haben eine Straßenshow gemacht und war echt cool und ich habe mich mega gut mit Tomstar verstanden und seine Crew war mit dabei gewesen und ich habe gemerkt, ey, wie cool sind die untereinander, so Familie, herzhaft, lustig, die verarschen sich gegenseitig, nehmen sich mal gegen auf den Arm so und ich fand es mega cool und es waren viele verschiedene Künstler dabei, das heißt, der eine hat Parkour gemacht, der eine hat so Material Art gemacht, so mit Schwerter so Shows gemacht. Der eine hat mehr in Richtung Capoeira gemacht, der eine war halt so mehr auf Breakdance gewesen, der eine hat versucht mehr auf Locking, Popping zu tanzen. Und durch diese verschiedenen Tanzstile dachte ich mir so, wow, wie geil ist das? Und das ist eine Crew, das ist eine Familie und die hält zusammen. Dann noch die Mädels dazu, die eine richtig coole Cheerleading-Choreografie oder Streetdance getanzt haben. Oder auch egal was für eine Show, sei es jetzt so eine Abendshow mit ordentlichen Kleidern oder so typisch Hip-Hop-Outfit, so eine ganz mega große, krasse Show. Ja, und ich habe dann mit den Jungs zusammen trainiert, auch in den Trainingslocations. Da konnte auch jeder mittrainieren, egal ob du aus einer anderen Tanzschule bist, aus einer anderen Crew, das hat keinen interessiert, sondern es ging mir einfach nur um diese Gemeinschaft, wir tauschen uns untereinander aus, wir helfen uns gemeinsam. Und die Jungs von der Crew, wir haben damals einfach ihre Crews trainiert, die anderen haben im Hintergrund für sich selber trainiert. Das wurde geteilt gemeinschaftlich und ja, ich habe mich dann dem angeschlossen, habe mich da willkommen gefühlt und wurde aufgenommen und bin seitdem 9 Jahre schon bei Footwork Deluxe dabei. Ich glaube, für Straßenshow wird man einfach nie zu alt. Das ist so ein Ding. Man lernt auch einfach Leute besser kennen dadurch. Du verstehst die Menschen dann in dem Moment besser, weil du reißt sie aus. Für jeden ist es ja eine unterschiedliche Situation. Der eine fühlt sich bedroht, weil denkt sich so, was will der jetzt von mir? Warum spricht er mich an? Der eine ist überrascht. Und du lernst einfach die Momente besser kennen und kannst sie dann für dich später besser einschätzen. Wie trittst du dieser Person jetzt gegenüber? Siehst du schon, okay, sie ist schon eingeschüchtert. Okay, gehst du da ein bisschen, Anführungsstriche, liebevoller ran. Und merkst du, das ist eine Person, die ist ein bisschen kräftiger. Da musst du so ein bisschen erstmal auf gute Keule machen und sagen, komm Digga, komm mal ran hier auf den Meter, schau mal zu. Also das ist so, du lernst halt Menschen kennen dadurch. Die Herausforderung, die Leute zu catchen, das ist der Spaß daran. Also das heißt, du versuchst einfach wirklich die Leute aus ihren, ich muss von A nach B, ich gucke mir gerade was an, rauszureißen, sagen, bleibt mal kurz einen Moment hier, wir zeigen euch was Cooles. Und das ist die Herausforderung gewesen. Und wir haben aber so ein kleines Spiel daraus gemacht, wer hat es geschafft, am Ende meistens Geld einzusammeln. Das heißt, am Ende der Show gehst du natürlich rum mit so einer Mütze oder so und sagst, bitte um eine kleine Spende für die Show. Und ja, manchmal sind wir die Leute wirklich teilweise bis hier zum Adagio hinterhergerannt, auch Spaß, die dann wirklich auch noch was bezahlt haben dafür. Mit Erklärung zum Beispiel, naja, sie gehen ja auch ins Kino und bezahlen ja vorher, bevor sie den Film schauen. Und genauso ist es bei uns, bloß dass sie bei uns nach der Show bezahlen. Ne?